russische Kommando. Willkommen zurück. Wie? Mandanten sind heute in der das Stadt. Das wird sie aufscheuchen. Und lockt die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladungen. Jo, danke. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Mach ich. Dir auch. Alle Tarek. Hapsara. Jalla. So, ab. Merki. Selamekafu. Hier, Alex. Hallo. Leg den an. Dass man ja nicht meine Fresse sieht, wa? Wie sehe ich aus? Das reicht. Tarek, wie sieht's aus? Da draußen sind gut. Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Mach ich. Runde ablenken. Komm mit. Okay. Oh, geht das ab hier? Barkows Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng, wenn ihre Offiziere kommen. Wird Barkow dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafungen. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen wenn sich einer zur Wehr setzt. Hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Alter, zurück an die Arbeit! Alter, wohin denn jetzt? Los, Alex. Zurück an die Arbeit! Versuch das nicht nochmal! What the fuck, Alter? Wie soll ich denn da durch? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafungen. Zu den Lasten. Wenn sich einer zu Wehr trennet wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Geh durch den Haupteingang. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, ein Stück Beton geht's. Entlang. Siehst du den Soldaten? Ja. Geh auf ihn zu, langsam. Wecke seine Aufmerksamkeit. Schalt ihn aus. Hilfe! Hilfe! Ihr Schweine habt meinen Freund getötet! Karin! Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Gut. Danke. Dann los. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt die mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkows Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer.
Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Okay. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Geil, wusste ich gar nicht. Der hier ist leer. Such weiter. Jungs, habt ihr ein Auto hier gesehen? Scheiße, ey. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen zurück. Mir geht hier gar nicht mehr. Okay, okay. Garage? Meine Fresse, hab ich gar nicht gesehen, ist eine Tür auf. Juhu. Das sollte funktionieren. Gut, geh zurück und nimm die rechte Flanke. Geh um den Laster herum, rechte Seite. Рабочая сила. Баф прислуги. Du kriegst zwei, ich nehm den Rest. Oh, ging das gut ab hier. Sicher, leise bleiben. Kurz nachladen. Was hat der für eine Knarre, Uzi? Rein da. Warte, bleib von der Tür weg. Осторожно, могут быть растяжки. Kannst du feuern? Ja. Klar. Nimm zwei, ich den anderen. Sicher. Hier lang. So, Junge, Junge, Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Geht das gut ab? Ihr Tod war nicht umsonst. Geil, Wurfmesser. Deck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Mir nach, ich gehe voraus. General Barkov widersetzt, wird hingerichtet. Halt die Schule. Was soll das? Bitte, siehst du verrückt? Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Seht ihr, wenn ihr kooperiert, können wir in Frieden. Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Es sind die Terroristen, die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Barkov will ein Exempel statuieren. Bündelt eure Kräfte, entlarvt diese Terroristen. Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Hier durch, die Leiter rauf. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Lass uns an den Rechtsfenster gehen. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise, wir treffen uns dann hier. Okay, jetzt ist hier runter, oder was? Was ist denn hier drin? Na cool, jetzt hab ich den Visier wenigstens. Was war das? So. So, Freunde, ich kann... Ja, ich muss da hoch. Arbeiter da drüben! Da ist einer, da sind voll viele Scheiße, wie soll ich denn da reinkommen? Es gibt keinen Sieg für unsere Feinde, nur den Tod.
Boah, hier sind drei Stück. Ah, nach oben kann ich, okay. Wachen am Eingang. Pass auf, dass dich keiner sieht, wenn du angreifst. Seine Reserven an Männern sterben aus. Terroristen zerstören. Alex, bist du auf dem Dach bei dem Helikopter? Ich suche noch nach einem Weg rauf. Zwei erledigt. Schlaf gut. Dieses Land könnte seine Reichtümer teilen. Aber es muss sich dieses Privileg durch Loyalität und Gehorsam verdienen. Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Okay. Jetzt, weiter. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Ich hab's mehr mit Hunden. Hast du noch mal aufs Mett bekommen? Ladung platziert. Das gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Wir können hier Partner sein. So, das ist übrigens. Ja, sorry, mein. Ja, hier gibt es was gefallen gerade. Tja, da wurde ich wohl erwischt. Dass hier so ein kleines Fenster ist. Greifen weiter sinnlos im Namen der sogenannten Freiheit an. Diese
Bin beim Ziel. Du weißt, was zu tun ist. Oh, dann ist sogar runtergefallen. Ist klar, Baby. Ladung platziert. Neu gruppieren bei meiner Position. Es gibt hier keine Geschworenen. Es gibt nur Verbrecher und Bestrafte. Nach und nach beseitigen wir diese Agitatoren. Bahn dir deinen Weg hierher, Alex. Erschaffen einen sicheren Ort, um zu arbeiten und florieren. Meine Aufsicht. Alex, hier drüben. Über die friedlichen Bürger von Ursinstan. Ich komm ja schon. Diese Freiheitskämpfer und ihre Kollaborateure. Wir sind durch. Es wird Zeit. Hat er mit Tage bekommen? Heute werden sie bestrafen. Jag sie hoch. Jene, die kriegen. Meine Streitkräfte werden noch aktiv. Zündung. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Schon, die nehmen wir uns als nächstes vor. Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Alter. Schöner Arsch. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Los! Was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsverbrechen. Runter! Versteck deine Waffe, es sind zu viele. Nicht bewegen. Schon Fleisch machen hier. Halt den Kopf ruhig. Geil gemacht, die Kampagne, muss schon sagen. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp. Scheiße. Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Krasse Scheiße, Alter. Go, go, go. NIPD. Sicher. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Das war nicht schon lieber eine Runde, Jeppen. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges.
Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Da bin ich mal gespannt. Was ist das für ein Plan ist von diesen Hadji? Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Ja, das dachte ich. So, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Die Russen.